die Granate sollte uns eigentlich nicht interessieren. Wie sieht's aus, Felix? Hier ist eine komplizierte Prozedur. Weil die Granate, die war halt hinter mir. Also weit hinter mir hingeschmissen. Aber von daher brauchte ich mich da auch nicht so großartig wegbewegen. Bis jetzt ist alles entspannt. Was kann ich damit? Pistole. Die Bru. Nein! Links von uns. Ja, entspann dich. Ah. Ja gut, das hat er. Felix, Update. Ich brauche mehr Zeit. Komm schon mal. Mehr Zeit ist. Ja gut. Also noch. Sir, hierher. Halten wir die Arschgeigen beschäftigt. Naja. Also noch sind es kein. Sind es nicht wirklich relevante Probleme, die wir haben. Komm her. Entspann dich. Eben. Ah! Hol ein Geschenk rüber! Hoffentlich bist du bereit. Weiß ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Nichts, was? Nun, du hast unsere Zeit lang genug verschwendet. Francesco, beenden wir das und nach unten mit ihm. Schon wieder. Hilf den anderen oben. Ich regle das hier selbst. Weißt du irgendwas darüber? Und ich dachte, wir lassen dich glimpflich davon kommen. Oh nein, der Kanal ist zu gut für dich. Alter! Okay. Du hast keinen Respekt vor unserem Etablissement. Wo ist er denn jetzt? Da. Alter. Da haben wir es. Also durch den Schlag wurde ich halt zurückgesetzt jedes Mal. Das wird jetzt sehr ungemütlich für dich. Ah, glaube ich nicht. Oh, linke Maustaste. Das ist ein Miststück. Schnapp dir ein paar Werkzeuge und begib dich zum Archiv. Messer haben wir. Kohle haben wir auch. Haben wir auch. Kompakt. Brauche ich nicht. Ja, komm. Nehmen wir mal mit. Ist jetzt eigentlich auch nicht so relevant in dem Moment. Da ist nix. Felix, auf damit, jetzt. Nemico in movimento. So. Moin. Ich, Sicherheitssystem im Archiv ist aus. Mein Mann. Was auch immer. Okay. Fach B24, okay. Case ist dran. Ja? Armin. Da. Mal gucken. Wie ist das Notizbuch? Wieso darf ich den Rest nicht mitnehmen? Blutazzi sind unterwegs zu dir. Wir sind hier immer noch nachgelagert. Okay. Bist du draußen, Kate? Komm in deine Richtung. Ja, bin draußen. Alles entspannt. Gesichert, rechter Gang. Ich komm zu euch. Los! In den Kanälen liegt ein Boot für uns bereit. Gute Arbeit, Case. Du hast echt was für uns eingesteckt. Naja, so. Jede Menge Feindpräsenz im Hauptbereich. Da sind auch noch Zivilisten rum. Passt auf, wohin ihr schießt. Gezieltes Feuer. Hinter der Bar. Ah! Ich glaube tatsächlich, dass man da gar nicht so gezielt schießen muss. Aber nichtsdestotrotz können wir uns hier erstmal hinter verstecken. Das ist einer. Das ist ein Bösewicht. Das ist kein Bösewicht. Der. 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 Und der. Hinter der Bar immer noch? Immer noch einer in der Bar. Bekämpft. Noch weiter. Immer hinter der Deckung. Ja, oh. War. Bisschen Achso, er bricht durch, okay. Nein! Ernsthaft? Ey.
Wie lange braucht denn die Erholung? Alter. Okay. Hätte sein können, dass ich da irgendwie ein bisschen was mehr mitmachen kann. Als ob. Alter. Ja, dankeschön. Schießen nach rechts. Okay, der ist down. Hä? Als ob der doch noch nicht down ist. Könnt ihr den bitte? Danke. Oh. XMG, bisschen Geld, bisschen... Denkbares... Hört sich immer noch falsch an. Das Ding nehmen wir mal mit. Nee, wir... Ah, komm, ja. Nehmen wir mal die XM mit. Die DM10. Ist in der Wirkungskraft ein bisschen stärker. Die Kompakt haben wir ja. Ist halt ein DMR. Scheiße, was für welche? Pantheon? Ein Arschloch mit Schild. Zwei Arschlöcher mit Schilden. Ja. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Raptor. Sind wahrscheinlich die Schockgranaten, oder was? Halten, Leute. Darf ich dahinter? Nein, ich darf nicht. Blockieren. Hä? Wie dumm ist denn er? Er geht seitlich mit dem Schild nach vorne. Ja. Die sind nicht leicht, aber dumm. Okay, ist das doch keine? So, dann haben wir den ersten schon mal. Oh, der hat da irgendwas Großes. Alter, mit was hat denn er gerade auf mich geschossen? Das war ja fast irgendwie Granatwerferartig oder sowas. Okay, so auf jeden Fall nicht. Warte mal. Expo lenkbares, das aufgegangen, geworfen, gelenkt werden kann. Okay, da bin ich aber gespannt. Ja. Hat er was gebracht? Der hat tatsächlich einen Granatwerfer. So, rein in den Rücken. Bin der Meinung, dass da aber trotzdem nur einer war. Ja, da haben wir ihn. Ja, ist. Ja. Höchst interessant. Achso, muss Marshall aufmachen. Genau so, Case. Auf geht's. Es ist aber cool. Haben wir. Los. Da kommt einer. Das Boot liegt vor uns. Letztes Stück. Naja. Okay. Darf wahrscheinlich einfach nicht zu schnell sein. Kann ich mir ganz gut zumindest vorstellen. Granate. Okay. Ich habe mich nämlich auch gerade gefragt, ist es vielleicht besser gewesen, hätte ich vielleicht alle ausgeschaltet. Aber nee, das ist einfach scheißegal, weil ja die ganzen Pantheon-Leute sind. Also von daher. Ja. Dementsprechend unrelevant für uns. Dass wir... Au. Oh, oh. Dass wir hier halt trotzdem... Okay. Kontakt halt haben. Entspann dich. Ich will erst noch den Heavy da weg haben. Richtig so... Zack. Danke. Und rein. Auf dem Weg raus. Wir sehen uns beim Van. Gute Arbeit, Leute. Finden wir heraus, was in diesem Dossier steht. Ich bin gespannt, was da drinnen stehen soll. Wir haben alles aus dem Schließfach aus dem Casino-Archiv untersucht. Sir und Felix hatten recht. Die Lieutenant
Tazis haben Geld vom Pantheon durch das Casino verschoben. Inklusive ordentlicher Provision. Wir haben den benötigten Durchbruch. Überweisungen an ein Labor im südlichen Irak. Empfänger Matrek Gusev. Wir informieren Adler, damit er sich vor Ort umsehen kann. Die Zeit drängt. Aber wenn wir es schaffen, Pantheons Experten für Biowaffen zu erwischen, können wir vielleicht alles auffliegen lassen. Ich sag nur, hör zu, wir sind in DC, nicht in scheiße Alaska, ja? Leise, leise. Was soll's zum Wohl? Hey, Felix. Mach dir. Okay. Kommen drauf zurück. Ja, was hat Adler denn für ein Problem? Sag nochmal. Marshall, er ist weg. Was meinst du? Das Labor ist leer und Gusev ist weg. Also sind wir mal. Noch nicht. Ein Wissenschaftler mit einem Kanister der Wiege war noch da. Wie der, den wir aus dem Palast mitgenommen haben. Und? Wir hatten eine stimulierende Konversation. Wie stimulierend? Also, der Flughafen liegt im Kriegsgebiet. Schaffen wir es noch, ihn rechtzeitig zu erreichen? Ich habe einen Kontakt bei Sencom. Vielleicht kann er uns helfen. Vielleicht? Nun, wenn wir direkt aufbrechen, können wir es bis zum Morgen schaffen. Los. Case, bereit machen. Wir können unterwegs ein Auge zumachen. Okay. Ja, gut. Das schöne Bier. Du warst beeindruckend heute. Endlich! Der legendäre Felix Neumann in Aktion. Ja. Was denkst du gerade? Nichts. Ich muss etwas beichten. Ich habe nichts von einem Priester, Felix, aber sprich dich aus. Ich schäme mich für meine Handlungen im Casino. Du nimmst diese gewaltfreie Sache wirklich ernst? Ziemlich. Aber dann sah ich Lutazzi-Schläger. Einen wehrlosen Mann schlagen, mitleidlos. Ein sinnloser Akt der Macht. Niemand ist unschuldig in dieser Stadt. Später dann, als ich den Kerl vor dem Tresor antraf, war es einfach vorbei. In meinen Augen wurde er zu einem Avatar für alles, was ich ablehne. Und ich habe ihn bestraft. Gut. Er hätte vermutlich mehr als das verdient. Verliere ich mich selbst in diesem Einsatz, bin ich nicht besser als der Feind, den wir bekämpfen. Spar dir das Mitleid für die Opfer. Du hast getan, was getan werden musste. Nein. Meine Reaktion war kathartisch. Reines Vergnügen. Herre und das Pantheon halten wir nicht mit netten Worten und guter Laune auf. Es gibt immer eine Wahl. Sevati. Nicht immer. Kann ich jetzt trotzdem noch mit dir reden, oder nicht? Also ich finde jeden Tag... Okay. Du sagst nichts mehr. Die geht halt immer weg. Die geht halt immer nach oben. Nee, warte mal. Da, oh, die kann ich hin. Und tschüss, Sevati. Hier seid ihr. Nein. Aber Felix hat ihm alles über Harrow und das Pantheon geschickt. Harrow hat vielleicht noch sein offenes Ohr. Oder auch nicht. Und er traut uns trotzdem nicht. Wer weiß das schon? Er muss so oder so verunsichert sein.